Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn die Chance nutzen wollen, mit diesem Mann, der als einer der Pioniere der deutschen Fliegerei gilt, über das zu sprechen, was das wirklich bedeutet, was heute als trockene Meldung durch die Nachrichten ging. Die Gründung einer Transfergesellschaft für Air Berlin-Mitarbeiter ist gescheitert. 4000 Mitarbeiter stehen vor dem Nichts. Seine Geschichte wiederum ist untrennbar mit dieser Airline, mit Air Berlin verbunden. Er hat mal das Kunststück fertiggebracht, eine pleite Fluglinie, nämlich die Deutsche BA, für nur 1 Euro und den auch noch geliehen, zu kaufen, zu sanieren und später für viele Millionen wieder zu verkaufen. Und genauso hat er es mit der LTU später auch gemacht. Und der Käufer hieß in beiden Fällen Air Berlin. Und genau dieser Mann sagt, diese Pleite jetzt ist merkwürdig, die stinkt. Und ein sicheres Indiz dafür ist ausgerechnet ein Anruf von Gregor Gysi, der noch nie im Verdacht stand, der Rächer des Kapitalismus zu sein, der ihm zuraunte, also sowas hätte es nicht mal bei uns im Sozialismus gegeben. Wir müssen also reden. Herzlich willkommen, Hans-Rudolf Wörl. Freue mich sehr, dass Sie heute unser Gast sind. Gregor Gysi. Ja, und wir fragen uns, was ist bloß los da draußen, wenn sich jetzt schon Gregor Gysi Sorgen um den Kapitalismus macht? Kennt diese Frau irgendwie auch dieses Spiel mit den Klischees, die irgendwie nicht so richtig passen wollen? Ausgerechnet sie, die mit Filmen wie Zur Sache, Schätzchen erst zu einer Art Symbolfigur für die 68er wurde, musste sich wenig später als CSU-Zicke beschimpfen lassen. Und wenn man mal genauer hinschaut, dann merkt man schnell, beides hat irgendwie nie so richtig gestimmt. Was stimmt ist, als Kind schon hat sie am eigenen Leib erfahren, was es bedeutet, ausgegrenzt zu werden. Negerlein haben sie andere Kinder gerufen, weil ihr Teint ein bisschen dunkler ist. Und wie war das später? Wie verfolgt sie die Debatte um das verlogene Filmgeschäft in Hollywood? Herzlich willkommen der Frau, die der Spiegel mal die, Achtung, Madonna des Mittelwegs nannte. Uschi Glas, freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Die Madonna des Mittelwegs. Herrlich. Ja, und dann zwei bei uns zu Gast, die sich in ihrem Leben, das kann man glaube ich so sagen, unendlich gebraucht haben, um nämlich gemeinsam fantastische Erfolge bis hin zum Olympiasieg zu feiern und die sich gleichzeitig nichts, aber auch gar nichts geschenkt haben. Er, der Sohn, nennt ihn, den Vater, zum Beispiel einen, ich zitiere, Besserwisser, einen alten Nörgler, einen Mr. Nimmerzufrieden, der ihn mit seiner Kamera und seinem Laptop gnadenlos zerlegt, wenn er mal wieder eine Übung versemmelt hat. Der Vater wiederum nannte ihn, den Sohn, nach dem verpassten Olympiagold in London ein, Zitat, richtig arrogantes Arschloch. Und trotzdem haben sie beide etwas geschafft, was eigentlich nie gelingt. Nämlich, dass der Trainervater seinen talentierten Sohn nicht nur am Anfang begleitet, sondern bis zum Schluss. 18 Jahre lang und am Ende dann dieses Olympiagold. Wie haben Sie das gemacht? In einer bislang nicht näher bekannten Turnhalle soll es zwischen Ihnen beiden mal richtig gescheppert haben. Darüber wollen wir heute reden und auch die Frage stellen, ob es in etwa die Zeit war, in der die Mutter den Sohn mal bei Turnübungen außerhalb der Halle mit seiner ersten Freundin erwischte. Wie hat er den Teenie damals wieder auf Spur gekriegt? Herzlich willkommen, Fabian und Wolfgang Hambüchen. Freue mich sehr, dass Sie da sind. Also, Uschi Glas ist heute unser Gast, die ich gerne fragen würde, Frau Glas, Hollywood-Missbrauchsskandal, Harvey Weinstein, was hat Sie mehr überrascht? Die Tatsache, dass das plötzlich enthüllt wurde, also an die Öffentlichkeit kam, oder die Tatsache, dass das ein solches Ausmaß plötzlich annimmt? Ja, beides eigentlich, weil ich finde schon eigenartig, dass jetzt so viele Frauen aufstehen und sagen, mir ist das passiert, mir ist das passiert. Und das ist zum Teil schon viele, viele Jahre her. Mhm. Also dann ist es eigentlich schon interessant zu wissen, warum hat man das nicht früher angezeigt? Also nun ist die Frage, wie war man da dabei? Wie war man da engagiert? Ist da Gewalt im Spiel gewesen? Dann müsste man sowieso anzeigen, gar keine Frage. Also mich wundert das schon sehr. Oder es ist eben die Angst auch dabei, dass man sagt, okay, wenn ich das mache, bin ich einfach draußen. Auch Sie sind ja in diesen Tagen mit dem Satz zu zitieren, ich zitiere wörtlich, plötzlich hatte ich seine Zunge im Hals. Ja. Was ist das für eine Geschichte, die dahinter steckt? Das ist eine einfache Geschichte. Das war beim Drehen. Ein Kollege hat halt bei einer Kussszene geglaubt, er müsse jetzt sozusagen das Berufsleben mit dem Privatleben verwechseln. Und oder verbinden, ich, ja.
Ich lasse mir das einfach, ja, oder verbinden, ja. Ich lasse mir das halt nicht gefallen und ich habe sofort abgebrochen und habe ihn also auch bloßgestellt vor der gesamten Crew. Also ich habe das nicht jetzt dann heimlich gesagt später, du hör mal, lass das oder so, sondern ich habe ihn sofort bloßgestellt. Und damit war das auch ein, haben sie natürlich alle wahnsinnig erschrocken, ja. Aber ich habe einfach gesagt, ich breche ab. Wieso brichst du ab? Sag ich, ja, Entschuldigung, also hier, so geht das nicht, ja. Und damit war die Sache ein für alle Mal erledigt. Und ja, ich würde mir das einfach nicht gefallen lassen. Und ich sehe auch nicht ein, warum ich mir das als Frau gefallen lassen soll. Wie war denn die Reaktion am Set und auch bei den Kollegen darauf? Naja, der Kollege hat sich wahnsinnig erschrocken natürlich, weil er nie damit gerechnet hat, dass man sich das traut, ja. Und die anderen waren eben, alle waren eigentlich erschrocken, aber dann gibt es natürlich auch Leute, die sagen, stell dich doch nicht so an, ist doch nicht schlimm, sag ich, entschuldige mal bitte. Ich meine, das kannst du ja auch vorher verabreden, wenn du, ich habe jetzt einiges darüber gelesen, wo dann die Kollegin sagt, ja, Erotik spielt da schon eine Rolle, dann kannst du das auch besprechen mit dem Kollegen, wenn du jetzt mit dem Kollegen eben eine Kussszene hast und sagst, du hör mal zu, wie siehst du das, wie, wenn wir uns gleich küssen, wie machen wir das, dann kannst du das besprechen. Und wenn die Kollegin sagt, du, mir macht das gar nichts aus, du kannst ruhig also alles machen, dann ist es in Ordnung. Aber ich finde, da gehören eben zwei dazu und es kann überhaupt kein Zwang dahinter stehen. Oder einfach so eine Selbstbedienung, das geht nicht. Zumal Sie ja auch Techniken haben in der Schauspielerei. Ihr übt das ja, ihr lernt das ja. Ja? So ist das ja eben. Also, Sie sind doch jahrelang darauf trainiert, ja, sich sozusagen vor einer Kamera näher zu kommen, ohne so dass auch nur irgendetwas da stattfindet. Ich meine, das wäre ja unmöglich. Stell mir vor, was das für ein Beruf sein soll. Nein, danke. Sagt Uschi Glas. So, das ist die eine Seite. Und bevor wir gleich zu der anderen Seite, nämlich das, worum es ja im Fall Weinstein tatsächlich geht, um die Frage auch dieser Abhängigkeit, das ist ja nochmal eine ganz andere Ebene natürlich. Geht, würde ich Sie gerne noch fragen, wie haben Sie denn mit Kollegen das besprochen? Tauscht man sich darüber dann aus, wenn sowas zum Beispiel passiert? Und was kommt denn dann an Reaktion? Weil wann immer man hier zum Beispiel eine solche Frage stellt, vor laufender Kamera, wird das immer mit Abscheu und Empörung zurückgewiesen. Habe ich in den letzten Jahren so oft erlebt, wenn man danach fragt. Dann sagen die Frauen, nee, haben wir nie erlebt, findet bei uns nicht statt. Gibt es in unserer Branche auch viel, nicht, Herr Lanz, Sie und Ihre Fantasie. Ja, man schämt sich vielleicht oder so, das kann schon sein. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß, also jetzt bin ich aus dem Alter raus, Gott sei Dank, 100 Jahre ist das schon fertig. Aber sagen wir mal, ich weiß von vielen Kollegen, Kolleginnen, wie wir jung waren, ganz viele Fälle, wo es wirklich nicht nur ein bisschen schief lief, sondern richtig schief lief. Und ich habe damals schon immer wieder gesagt, das muss man anzeigen. Man darf das nicht über sich ergehen lassen. Nur vielleicht auch sehr oft mit der Angst, dass man entweder nicht mehr engagiert wird oder dass man vielleicht dann die Rolle nicht bekommt. Und da musst du halt auch dann vielleicht doch einmal sagen, es ist mir ganz egal, dann kriege ich die Rolle nicht. Dann lasse ich das sein. Weil du musst ja auch mit dir fertig werden, du musst das ja auch verarbeiten, du musst ja damit, wie ich immer sage, am Abend in den Spiegel schauen. Und das ist natürlich eine unheimliche Demütigung, wenn du so etwas gefallen lassen musst und damit dann eben mit deiner kleinen Seele nach Hause gehst nach Drehschluss und das verarbeiten musst. Ich finde das grauenvoll. Wenn Sie sagen, Sie kennen viele Fälle, wo das wirklich fürchterlich schiefgelaufen ist, welche Fälle haben Sie da im Kopf und über welche Zeit sprechen wir? Also in der Zeit, sage ich mal, wo ich jung war, vielleicht mit 30 Jahren, kann ich mich gut erinnern an einige Geschichten, die mir erzählt wurden, wo ich einfach gesagt habe, das darf man sich nicht gefallen lassen. Das ist unmöglich. Beispielsweise, ohne jetzt Namen zu nennen. Ich nenne keine Namen, weil die Damen müssen es selber. Ja, da gab es mit Prügeln, mit allem, mit Raufen, mit allem Möglichen, also wirklich mit richtiger Gewalt. Ja, aber ich habe zum Beispiel auch sexuelle Gewalt? Ja, natürlich. Ja, klar. Also auch Gewalt, also körperliche Gewalt in die Garderobe gekommen und dann gesagt, was weiß ich, wir müssen noch mal über die Szene sprechen und dann eben Gewalt angewandt. Ja. Vergewaltigung? Ja, absolut. Aber es ist eben so eine Geschichte, es ist so, vielleicht ist unser Beruf auch so, ich habe das zum Beispiel erlebt mit einem Regisseur, mit dem ich gerne arbeiten wollte und der war in meiner Agentur und wir haben ein Gespräch geführt und über die Rolle so und so und dann hat er zum Beispiel zu mir gesagt, also Uschi, ich muss dir gleich etwas sagen, wenn wir arbeiten, ich muss dich vorher brechen. Du hast einen zu starken Charakter, ich muss dich klein kriegen. Da habe ich gedacht, sag mal, spinnt der. Da habe ich gesagt, danke, das war's dann schon, dann Wiedersehen, das mache ich nicht. Jetzt ist unmöglich. Und das ist auch so eine. Und sowas was heißt denn brechen? Hat er das definiert, was das für ihn bedeutet? Ja, der wollte. Keine Ahnung, was er wollte. Nur das habe ich gedacht, allein dieses Wort zu nennen. Ich will jemanden brechen, den Charakter brechen, das Selbstbewusstsein wegnehmen, ja. Sozusagen ein kleines Hündchen aus dir machen. Also, es ist ja.
Also das ist für mich so unmöglich, dass ich, also dann würde ich den Beruf aufgeben, wenn das so eine Bedingung wäre. Wenn Sie, haben Sie mal mit Kolleginnen... Haben Sie mal mit Kolleginnen darüber gesprochen, die mit diesem Mann gearbeitet haben? Ob der auch gebrochen wurde? Also wurde, haben Sie sich darüber mal ausgetauscht und warum Sie es gemacht haben? Ja, ich glaube, dass es in erster Linie sehr oft natürlich eigentlich die Faszination ist. Ganz oft spielt sicherlich mit, dass man unbedingt einen Film machen möchte, dass man unbedingt eine Rolle haben möchte. Ich habe ehrlich gesagt, vielleicht bin ich auch deswegen wie die Madonna vom Mittelweg. Vielleicht bin ich deswegen, weil ich eigentlich meinen Beruf sehr, sehr liebe. Mhm. Aber ich würde nicht über meinen eigenen Schatten springen. Das kann ich nicht. Ich habe da verschiedene Filmangebote auch bekommen, wo ich einfach gesagt habe, ich finde es toll. Romy Schneider, Michel Piccoli. Und ich sage, das kann ich nicht spielen. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht. Und dann lasse ich es bleiben. Weil? Weil ich weiß, dass mich diese Rolle zum Beispiel fertig gemacht hätte. Und das ist diese ganze Konstellation. Aber inwiefern fertig gemacht hätte die? Das war der Film Trio Infernal. Mhm. Und wenn ich den Film heute noch sehe, wird mir noch schlecht. Und ich weiß auch, dass der Kollegin, die dann meine Rolle übernommen hat, sehr schlecht ging. Und ich könnte es nicht. Und deswegen, ja, deswegen bin ich eben der Mittelweg wahrscheinlich nur. Romy Schneider? Nein, nein, das war die Kollegin. Nee, okay. Romy Schneider nicht. Okay. Aber auch Romy Schneider war jemand, würden Sie sagen, das war jemand, der da... Romy Schneider ist bestimmt sehr oft an die Grenze gegangen oder sogar über die Grenze. Sie war eine hochsensible Frau, ich habe sie auch persönlich gekannt. Eine ganz tolle Frau, eine unglaubliche Schauspielerin. Aber ich glaube, dass sie sehr oft ihr eigenes Ich genötigt hat. Wenn das so losgeht, Sie haben mal eine Situation geschildert mit einem italienischen Regisseur. Ja. Da ging es nicht um sexuelle Gewalt, aber da geht es um Erniedrigung. Ja. Wo war das und was war das für eine Situation? Das war ein Film in Italien, eine deutsch-französische-italienische Koproduktion. Und da habe ich also ein junges Mädchen, eine junge Frau gespielt. Mhm. Und dieser Regisseur war offenbar ein deutschen Hasser, was ja nicht selten war zu der Zeit. Und es ging halt immer los in der Früh, wenn ich ans Set kam. Also ich bin halt pünktlich erzogen, das ist bei uns so. Außerdem ist es in Amerika übrigens auch so. Es ist nicht neu, dass man pünktlich ans Set kommt, dass man pünktlich in die Maske kommt. Und das war für ihn schon Anlass genug, zu immer zu sagen, die Hacken zusammengeschlagen und Achtung, Achtung, Arbeit macht frei und so. Und das, also ganz, ganz schrecklich. Und für mich war das furchtbar. Ich war dann zum Beispiel einmal an der Straße gesessen in meinem Stuhl und habe gewartet auf die nächste Szene. Und da lief eine Katze über den Weg. Und ich habe mich so hin, habe mich gestreichelt. Und dann kam er gleich wieder daher und sagte, ah, yes, typical German. You love animals, but you don't like any human beings. Yeah, Arbeit macht frei. Und so wurde gesagt, also du liebst, du magst aber lieber Menschen Tiere, aber Menschen mögen die Deutschen eben nicht. Und das habe ich dann dem deutschen Co-Produzenten gesagt, als der dann zu Besuch mal irgendwann kam, sage ich, das ist schrecklich, dieser Mann ist Wahnsinn. Und dann hat er gesagt, wieso lasst du dir das gefallen, du musst gehen. Sage ich, wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich jetzt mich nicht so zusammenreiße, wenn ich das Set verlasse, komme ich nicht wieder, weil das würde ich nicht machen. Mhm. Ich will entweder beiße die Zähne zusammen und sage, jetzt das Trainingslager mache ich jetzt, ja, da lerne ich dazu. Oder ich verlasse das Set, aber dann komme ich nicht wieder. Also das ist entweder oder, kann ich nicht. Sie haben das dann in dem Fall durchgezogen? Ich habe das durchgestanden, ja. Haben Sie jemals die Frage gestellt, warum Sie das gemacht haben? Weil das ist doch auch etwas, was... Also ehrlich gesagt dann schon aus Disziplin, weil ich natürlich wusste oder weiß, dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier wirklich hinschmeißen würde, dass ich natürlich einen Vertrag habe. Mhm. Und wenn ich dann sage, ja, was ist denn passiert? Und er sagt, also ich sage dann, ja, der hat mich da und als Nazi beschimpft und als Arbeit macht frei und Achtung, Achtung. Und sagt, ja, und ist doch nicht so schlimm, macht doch nichts. Also das ist eine schwierige Geschichte, ob man da abbrechen darf. Und auch wie das medial dann transportiert wird. Ne? Ach, das wäre mir dann auch egal. Ach Gott, ich habe schon so viel ausgehalten. Aber das ist, glaube ich, vertraglich schwierig nachzuweisen. Ja, wobei in dem Fall möglicherweise schon. Wenn Sie sagen, Sie haben schon so viel ausgehalten, das, was Frauen ja, das merkt man auch, wie das so im Subtext teilweise so mitgeht, auch jetzt wieder, so nach dem Motto, naja, also wenn die so ein Problem damit gehabt hätten, hätten sie doch mal was sagen können. Und wieso geht man denn dann auch so leicht bekleidet dann zum Vorstellungsgespräch und zur Audition und so weiter? Also das schwingt ja dann sozusagen als Vorwurf dann immer wieder mit. Du wirst dann als Opfer ein zweites Mal zum Opfer gemacht.
Also wenn es so beurteilt wird, natürlich. Aber ich denke auch, dass jede Frau das Recht hat, sich anzuziehen, wie sie will. Und es natürlich kein Recht gibt, den anderen dann sagen, ja, wenn du schon jetzt da ein Dirndl anhast, ja, und ich sehe dein Dekolleté, ja, musst du nicht beleidigt sein, wenn ich da hinfasse. Das geht halt nicht. Nein, ja. Natürlich geht das nicht. Aber was dann passiert ist, das ist das, was ich meine. Oder die Frage damit verbunden, ist das auch der Grund, warum man dann scheut, an die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, pass auf, das ist mir widerfahren, weil man Angst hat genau vor dieser zweiten medialen Hinrichtung, die dann ja nochmal passieren kann? Natürlich, ich glaube schon. Ich glaube allerdings, es hat sich, glaube ich, doch zum Positiven entwickelt. Ich glaube, dass die Frauen heute selbstbewusster sind. Ich glaube nicht mehr, dass das so vorkommt. Ich hoffe, ich täusche mich nicht. Ich glaube einfach, dass heute Frauen eher ihre Frau stehen und sagen, Moment mal, hier ist Nein heißt Nein und fertig. Aber ich glaube schon, dass das so in der Macho-Gesellschaft früher eben so, ach, ein Mädchen und so schlimm ist es auch nicht und so. Ich glaube schon, dass sich da was geändert hat. Aber das ist doch das, was gerade viele Menschen so entsetzt. Wir reden über Hollywood-Superstars der jüngsten Generation, Jennifer Lawrence und andere, die da plötzlich vorne stehen und sagen, nein, auch ich, obwohl ich eine selbstbewusste junge Frau bin, auch ich habe das erlebt, auch mir ist das widerfahren. Ich habe nichts dazu gesagt. Oder die vermeintlich coole Fraktion, Tarantino zum Beispiel, der dann sagt, naja, ich wusste das eigentlich schon und vielleicht hätte ich dazu mal was sagen sollen, aber ich habe es nicht gemacht. Mhm. Das Matt Damon, der sagt, ich wusste, wie der ist, hat den sogar noch öffentlich verteidigt. Da reden wir über die 1A-Riege aus Hollywood. Ja, aber das wäre ja dann noch mal, das ist ja dann die gleiche Geschichte wie eben vor Jahren. Das wäre also es ist furchtbar, aber eben. Es ist eigentlich verwunderlich, gerade dass es in Amerika so passiert, wo die Frauen doch eigentlich einen ziemlich guten Stand haben eigentlich. Ja, und ausgerechnet in diesem prüden und auf Sexismus so bedachten Amerika. Wobei wo sich schon genau Leute nicht mehr in den Lift trauen, wo dann, was weiß ich, Manager gesagt wird, geh nicht alleine in den Lift. Weil wenn die Frau dann aussteigt und sagt, der hat mich jetzt angefasst, dann ist der Teufel los. Also es gibt es ja auch umgekehrt. Ja. Deswegen wundert mich das total, dass das dann plötzlich in so einem Inner Circle offenbar so machohaft gehandhabt wird und dann doch die Mädchen lauter kleine Schäfchen sind oder was sie sind, ich weiß es nicht. Das finde ich, also ich verstehe es. Ist ehrlich gesagt nicht. Und man stellt ja mit den Sätzen fest, es weil ist du ja machst mit diesen Frauen ja auch tolle Filme, die haben ja auch Macht. Genau, wenn sie dann jemand sind, zumal. Ja, wahrscheinlich waren sie schon jemand. Oder die einen so, die anderen anders. Jeder Fall ist da natürlich ganz individuell und anders gelagert. Zurück nach Deutschland, würden Sie Kolleginnen jetzt zum jetzigen Zeitpunkt raten, macht das, geht nach vorne, sagt, wie es damals war? Also ich würde es mir wünschen. Und Sie glauben, da würden sich viele Frauen melden? Wir werden auch in der deutschen Öffentlichkeit überrascht darüber, welches Ausmaß sich da plötzlich offenbaren würde. Ich kenne jetzt nicht so viele Fälle, aber zum Beispiel den einen speziell, wo ich mich drauf gerade eben jetzt erinnere und sehr, sehr wohl erinnere. Also, ich meine, das ist ja ein kleines Gewerbe letzten Endes. Das ist eine Handvoll Leute, über die man spricht. Mhm. Das heißt, irgendwann ist fast jeder mal mit dem anderen in Kontakt gekommen. Ja, nicht jeder, aber viele. Ja. Man kennt sich auf jeden Fall in der Szene. Ja. Mhm. Ist diese Haltung auch zu sagen, wenn es eng wird, wenn der Regisseur mir zu nahe kommt, wenn mir einer blöd kommt, dann gehe ich ganz klar nach vorne und zeige, wo meine Grenzen sind. Hat die damit zu tun, dass Sie die Erfahrung von Ausgrenzung schon so früh gemacht haben und lernen mussten, damit umzugehen und sich dann auch zu wehren? Vielleicht ist es das. Also ich habe auf jeden Fall eigentlich auf mich als Person aufgepasst. Ich wollte auf der einen Seite natürlich Erfolg haben, aber ich wollte nie mein Ich verlieren. Ich wollte nie irgendetwas tun, wo ich, ein berühmter Satz, wo ich am Abend nicht in den Spiegel schauen kann. Und wenn du dich in so eine Weise reinbegibst, in eine Situation, und du musst es verarbeiten, ich glaube, ich könnte es nicht verarbeiten. Ich würde daran, glaube ich, zerbrechen, das könnte ich nicht. Hat das auch damit zu tun? Ich muss meine Achtung vor mir haben, ich muss meine Ehre bewahren, ich brauche das einfach. Mhm. Hat das auch damit zu tun, dass Sie sich, gibt so einen schönen Satz von Ihnen, dass Sie sich so eine, ich sag mal, so eine innere Distanz und Unabhängigkeit bewahrt haben. Sie haben mal gesagt, egal wie groß, wie schwer, wie bedeutsam die Rolle war, am Abend habe ich mich abgeschminkt, dann war ich wieder die Uschi. Ja. Das finde ich irgendwie herrlich befreiend, wenn man das so macht.
Das tut einem gut als Mensch. Ja, ich finde, für mich war es immer wichtig, dass ich diesen Beruf, den ich schätze und der dich auch plötzlich in eine Ebene hochhebt, dass man plötzlich denkt, oh, jetzt bin ich ein Superstar, wirst du wahrscheinlich auch kennen. Und jetzt bin ich was Besonderes, dass du dich selber reduzierst und sagst, nein, ich habe das große Glück, dass ich das machen darf und ich habe das große Glück, dass ich vielleicht Erfolg habe. Aber du bleibst trotzdem eigentlich ein kleines Erdenbürgerlein und du bist nicht besser als alle anderen und auch hast auch kein Recht, dich da hoch zu dimmen und zu sagen, ich bin jetzt leider nicht ansprechbar, weil leider muss ich jetzt, ich weiß nicht was, eben nicht, sondern ich gehe zum Beispiel selber einkaufen, was jetzt vielleicht sich blöd anhört, aber trotzdem viele Leute machen das eben nicht, weil sie das gar nicht können, weil man ja nicht einfach irgendwo reingehen kann. Und ich mache das einfach, weil ich möchte unterm Strich ein normaler Mensch bleiben. Ich meine, nochmal zurückzukommen auf diese Erfahrung von Ausgrenzung, das vorhin kurz zitiert. Megalein hat man hinter Ihnen hergerufen. Ja. Wie alt waren Sie, als das zum ersten Mal kam? Als Ihnen auch klar wurde, ach so, die beschimpfen mich jetzt, weil ich möglicherweise eine Art. War ich ganz klein, ich erinnere mich, da war ich vielleicht 4 oder 5 Jahre alt. Ich hatte schwarze Lockerl, so richtige Krausenhaare und dann war ich ziemlich braun, immer, im Sommer vor allem. Ne? Und dann war ich halt das Negerkind. Und das, wenn du das merkst, und dann war ich ja noch evangelisch, das kam im katholischen Niederbayern natürlich noch dazu. Heute spielt das keine Rolle mehr, aber ja, früher Vater, war das. Also Sie waren evangelisch und Ihr Vater war in der SPD, da kommt das eine zum anderen. Ja, da kommt mein Vater, war Franke, ja, deswegen war er evangelisch und kam ins niederbayerische, katholische Niederbayern und war SPD-Mitglied sogar. Tja. Das heißt, was hat denn Ihr Vater gesagt, als Sie sich irgendwann als CSU, also Anhängerin geoutet haben? Na, das war für meinen Vater schwer, ja, weil er gedacht hat, was ist denn alles schiefgelaufen? Aber ich wusste immer, dass ich erstens mal freiberuflich arbeiten werde, dass ich im Wind stehe, dass ich sozusagen meine eigene kleine Unternehmerin bin und da mir einfach automatisch sozusagen die CSU näher stand, einfach von meinem Gefühl her. Und dann habe ich immer das C und das S so ernst genommen. Das fand ich immer ganz toll. Christlich-sozial habe ich immer gedacht, das ist toll. Von meiner Mutter natürlich auch beeinflusst, weil meine Mutter war sehr engagiert in allem Möglichen. Und da habe ich gedacht, das passt irgendwie. Das passt zu mir. Und dann natürlich bin ich nach München gekommen. Dann bin ich in die 68er reingerutscht. Ich wollte sagen, man muss mal den Kontext sehen, die Zeit. Ne? Also ich sag mal, in Ihrem Kreis waren so da wenig CSU-Wähler. Es war so unmöglich, was ich da getan habe. Und bin auch dann, also erstmal habe ich meinen Film zur Sache Schätzchen noch machen dürfen. Da ist noch nicht so durchgekommen, wie ich das meinte. Aber dann eben, wie die ganze Situation war mit Willy Brandt und so, dann habe ich wirklich die volle Breitseite bekommen. Das war wirklich, also die Kollegen alle wahrscheinlich Willy wählen? Ja, natürlich Willy wählen. Die haben gesagt, ist doch wurscht, was du wählst, unterschreib. Und dann habe ich gesagt, na, also das kann ich überhaupt nicht machen, ja, das geht nicht. Und auch meine Agentin hat damals gesagt, Uschi, bitte machen Sie das nicht. Ja? Bitte halten Sie sich bitte raus. Und dann habe ich gedacht, extra mache ich das nicht. Ich mache, was ich will und wie ich dazu stehe. Und ich muss eben wieder in meinen Spiegel schauen können. Und dann war ich natürlich unten durch. Dann waren Sie die CSU-Zitur. Ja. Wie haben Sie diese Anfeindungen damals erlebt? Erinnern Sie sich an bestimmte Situationen und Dinge? Ach, ich bin ausgebuht worden. Ich bin einmal, werde ich nie vergessen, Sie kennen das vielleicht noch, den Hahnenkamm in München an der Leopoldstraße, war da verabredet. Ich gehe da rein und der war immer voll, der Hahnenhof war das immer voll. Ja, ein Lokal, ein Pfälzer Lokal. Da konntest du Wein trinken und natürlich auch was essen, aber das Brot stand immer auf dem Tisch und da durftest du so viel Brot essen, wie du halt essen wolltest. Da war natürlich immer voller Studenten, weil das natürlich super war. Ja? Und ich bin da reingegangen und plötzlich buht der ganze Gasthof, dieses ganze Riesenlokal buht und ich schaue mich so um und denke mir, wer kommt jetzt da? Und dann sehe ich, ach, das bin ich. Mich buhen die aus. Und da war das plötzlich eine solche Stimmung gegen mich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Sind Sie reingegangen? Das ist die interessante Frage. Ich bin trotzdem reingegangen, ja. Sie sind reingegangen? Ja, natürlich. Ich hätte umgedreht. Nee, da wäre ja geflohen. Nein, das kommt nicht in Frage. Nee. Man sitzt doch nicht den ganzen Abend in so einer feinschwierigen Stimmung da drin. Nein, wenn man das machen würde, wird man denen ja recht geben. Ich hätte es wahrscheinlich auch nicht gemacht, aber trotzdem. Nee, also die Versuchung wäre groß. Da musst du die Zähne zusammenbeißen. Nein, das darfst du nicht. Ja, man muss dann da durch. Ja, da muss man durch. Aber trotzdem, diese Unabhängigkeit, sich zu bewahren, auch gerade wenn es dann ja in den Anfängen, wenn es losgeht, ich meine, da ging es ja was. Heute sind Sie die Sie sind. Ja. Heute müssen Sie das alles nicht mehr. Heute haben Sie sich daran gewöhnt, ja. Wobei war damals schon hart. Sie konnten sich damals nicht leisten. Nein, das konnte ich mir nicht. Und ich habe auch viele Filme verloren deswegen. Ich habe
glaube, den einzigen jungen deutschen Film, den ich gemacht habe, war eben zu Sache Schätzchen und dann war es aus. Aufgrund dieser natürlich, aufgrund dieser Imagegeschichte, dass die halt gesagt haben, ja, dann kam eben das, die schwarze Zicke und was ist übers alles. Und dann war einfach insgesamt die Stimmung so, dass sie gesagt haben, Daumen runter. Das war damals für mich eine, als Demokratin eine Erfahrung, wie jung ich war. Ich dachte, was soll denn das für eine Demokratie sein? Wenn jetzt 100 Leute, also ihr alle wählt SPD und ich bin die Einzige, die CSU wählt oder was. Ja, was soll dann sein? Was passiert dann? Dann lass es doch gut sein. Das bedeutet ja Demokratie. Und die 68er haben von Demokratie überhaupt nichts verstanden. Das war ein absolute, das war ein Diktat. Wenn du nicht dabei warst, warst du draußen. So einfach war das. Also in Künstlerkreisen vor allen Dingen, ne? In den intellektuellen Kreisen vor allen Dingen. Ja, ja, natürlich. Ja. Gerade auch dieser Tage immer wieder denke, auch wenn man Deutscher Herbst sich anschaut, wir hatten gerade gestern ein sehr intensives Gespräch mit Magnus Brechtken vom Institut für Zeitgeschichte in München, der ein großartiges Buch gemacht hat über Albert Speer und über, über die dreisten Lügen dieses Mannes, wie der es geschafft hat, mit einer fast erfundenen Biografie sich am Ende sogar so eine Art Widerstandskämpfer für Hitler zu stilisieren und dem man auf den Leim gegangen ist, weil man das glauben wollte. Der hat diesen Moment der Erlösung geboten, ja, so nach dem Motto, wir haben alle nichts gewusst und jetzt ist das halt auch einer von uns, der hat sozusagen dieses Momentum dann geboten und wenn man das so mitkriegt, dann versteht man, warum diese Gegenbewegung, diese 68er Gegenbewegung natürlich auch wichtig war. Ja, natürlich. Gar keine Frage. Ja, natürlich. Aber natürlich muss das nichtsdestotrotz eine andere Meinung weiterhin erlaubt bleiben. So ist es. Absolut. Wie ist heute Ihr Verhältnis zur CSU? Also anders gefragt, wie läuft es mit Horst Seehofer? Ja, mal schauen, wie es läuft. Natürlich, es ist, sagen wir mal so, ich bin ja kein Parteimitglied, also das muss ich auch mal sagen, aber es ist so, dass ich glaube auch, dass es in einer Partei eben auch so sein muss und sein darf, dass du in gewissen Sachen ganz andere Meinungen hast. Das heißt, Sie rufen ihn an? Nein, ich rufe ihn nicht. Nein. Haben Sie seine Nummer? So gut kenne ich ihn. Nein, natürlich nicht, nein. Ich frage deswegen, aber, weil man ihn ja mal anrufen müsste und ihn fragen müsste, Mensch, wie meinst du das eigentlich, wenn du sagst, wir haben jetzt eine Obergrenze, aber wir nennen sie jetzt einfach atmender Deckel? Der atmende Deckel, ja. Also ich denke mal, man müsste, es wird immer so viel verwechselt, es wird alles zusammengeworfen. Es wird Zuwanderung mit Flüchtlingen und Asyl verwechselt. Und alles wird in einen Topf geschmissen und sagen, wir brauchen keine Zuwanderung mehr. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, wir brauchen keine Zuwanderung, dann bin ich ein bisschen, kann ich sagen, das kann ich verstehen. Weil wenn jetzt einer nur aus sozialen Gründen zu uns kommt und sagt, okay, das ist ein tolles Land und da kann ich sogar eventuell nichts arbeiten und komme trotzdem irgendwie durch, dann würde ich sagen, würde ich auch ablehnen. Ja? Es kommt wenn aber an, einer, oder? Natürlich, kommt aber wenn einer ein Flüchtling ist, ja, und wir haben in unseren Schulen ganz viele Flüchtlingskinder, die traumatisiert sind. Wenn du da nur ein Rollo runterlässt, weil du einen Film zeigen möchtest, dann schreien diese Kinder. Also ich meine, ich spreche wirklich von Flüchtlingen, die enorm was durchgemacht haben, Familien, die ihre Kinder bis hierher geschleppt haben. Den musst du einfach sagen, bitte, ihr seid Flüchtlinge, ihr seid da. Eben, ich muss unterscheiden zwischen einer Zuwanderung und einem Flüchtling. Das wird von Medien und auch von Politikern dauernd alles in einen Topf geworfen. Und wenn es Zuwanderung, dann sage ich, ja, okay, Zuwanderung ist für mich was anderes. Aber ich finde, da muss man auch der Politik teilweise den Vorwurf machen, dass sie einfach nicht für Klarheit sorgt. So Thomas ist Oppermann, es. SPD, Ihren Vater wird's freuen, saß vor einiger Zeit hier. Der sagte, im Grunde ist es doch ganz einfach, Asyl ist für die, die uns brauchen und Einwanderung ist für die, die wir brauchen. Und da muss man einfach definieren, was und wie wir das gestalten wollen. So einfach ist das. Ja. Ja. Ehrlich gesagt, ja. Ganz zum Schluss und ganz schnell, Donnerstag geht es wieder los mit Fuck You Goethe, Teil 3. Die unter 20-Jährigen sind wahnsinnig aufgeregt, ich bin mittelmäßig aufgeregt. Ja, okay. Aber Sie sind wieder drin, auf jeden Fall. Ja, wie erleben Sie diesen Hype um diesen Film, Frau Glas? Ja, es ist unglaublich. Also ich spiele ja wirklich eine Mini-Mini-Rolle. Man muss wirklich aufpassen, dass man mich nicht übersieht in den Filmen, in allen drei. Aber Sie sind Lehrerin. Ich bin Opfer. Ein Opfer, eine totale ausgebrannte Frau, die hätte nie im Leben wahrscheinlich Lehrerin werden dürfen, diese arme Ingrid Leimbach-Knorr, und wie sie schon heißt. Ja.
Und die ist einfach Opfer für die Kinder. Das ist einfach so, ja. Und, was hat sich für Sie dadurch verändert? Also, es hat sich verändert, dass ich in den Schulen, also wir sind jetzt knapp 200 Schulen, arbeiten wir mit unserem Verein Brotzeit. Und als ich am Anfang so in die Schulen kam und da hat die Schulleitung gesagt, das ist übrigens die Uschi Glas, die macht es möglich, dass ihr jeden Morgen frühstücken dürft und die fördert euch und so. So war das dann, weil die Kinder mich natürlich selbstverständlich nicht kennen. Aber jetzt, wenn ich in die Schulen komme, dann schauen die, Ma, sind Sie nicht die Leibach-Knorr? So, ja, die bin ich, ja. Ehrlich. Da schauen wir doch jetzt mal Frau Leinbach-Knorr bei der Arbeit, bitteschön. Gehört ein bisschen Selbstironie dazu. Ja, ne? Absolut, ja. Wenn man dann in so eine Schulklasse kommt und die Kinder haben solche Bilder im Kopf, dann kann es doch nur besser werden. So ist es, genau. Uschi Glas, danke Ihnen ganz, ganz herzlich für ein sehr offenes Gespräch. Danke. Seltener Auftritt. Fabian und Wolfgang Hambüchen sind heute bei uns zu Gast. Hast du Fakio Goethe 1 gesehen? 1 auf jeden Fall. Ich glaube, 2 weiß ich gar nicht so genau. Aber 3, glaube ich, muss ich mir wieder reinziehen. Wie denkst du denn, Fabian? Wir haben uns vor langer Zeit auf das Du geeinigt. Ja? Ja. Du hast mir immer das Du angeboten. Ich habe dankend angenommen, weil ich ja der Jüngere bin von uns beiden. Und insofern geht das alles. Wie war denn deine Schulzeit? Warst du einer, der vorne weg war? Oder einer, den man auch mal ein bisschen komisch angeschaut hat, weil er sehr viel sich in Turnhallen rumgetrieben hat? Also von weg im Sinne von, dass ich immer... Einer von den Coolen, einer von den Lässigen. Einer, der ganz schnell weg aus der Schule immer war. Ja, das okay. Auf jeden Fall. Weil es ging immer ums Training natürlich. Ja. Turnen war das A und O für mich, aber es war klar, Abi musst du machen. Ja, wollte ich auch, aber es gab auch mal Phasen, wo ich kurz davor war zu sagen, ey, ich lass es. Mhm. Ja, weil manche Lehrer, Lehrerinnen das nicht so gut fanden, da ich halt nebenbei so viel Sport gemacht habe oder meinen ganzen Fokus darauf gelegt habe. Was war mit den Mitschülerinnen und mit den Mitschülern? Waren die neidisch? Fanden die das gut? Ich meine, als Kind will man ja vor allen Dingen eins, du willst dazugehören. Du willst auf gar keinen Fall der sein mit dem komischen Hobby. Barren und Reck. Aber und das war nie bei mir so. Also ich wollte nie dazugehören. Also in der Mittelstufe. Du wolltest nie dazugehören, okay. Das ist gut, das ist auch ein Ansatz. Sehr gut. Ja, also in der Mittelstufe ist ja eigentlich so die Phase, ja, wo du dann so in die Pubertät kommst und dann so die ersten Dinge ausprobierst, sei es dann auch mit Richtung Feiern, Rauchen oder was weiß ich was. Und das hat mich nie interessiert. Ja. Für mich war das Wichtigste die Turnerei. Ich wollte so schnell wie möglich nach der Schule Hausaufgaben gemacht haben und ab in die Turnhalle. Und dann haben mich so Sachen halt gar nicht interessiert. Und relativ schnell hat sich halt auch herausgestellt, wer sind die wahren Freunde. Mit denen bin ich dann auch gemeinsam noch in die Oberstufe gegangen. Und dann war das ein kleiner Freundeskreis und dann lief das in der Hinsicht eigentlich immer ganz geschmeidig. Das ist eine irre Geschichte, Herr Hambüchen. Wie haben Sie das gemacht? Ja, ich habe gar nichts gemacht. Nein, man muss sagen, er hat seine Gruppe praktisch in der Turnhalle gehabt, seine Freunde und so weiter. Da ist ziemlich viel abgegangen. Und warum ist er in die Halle gegangen? Sein älterer Bruder hat bei mir trainiert, 4 Jahre älter. Und er durfte dann mit meiner Frau zusammen ihn abends vom Training abholen. Und dann ist er wie ein Blöder durch die Halle geheizt da als kleines Kind und hat da nur für Unruhe gesorgt. Ich hatte also nach der Gruppe von dem Bruder noch eine andere Gruppe hinterher. Ja. Und das hat dann also tierisch gestört, also ihn nicht. Ja, also er hat da richtig Gas gegeben. Und, so schau haben mal hier, da sehen wir Bilder. Das habe ich noch nie gesehen. Wie alt bist du da, Fabian? Das war 4,5 so, ne? Ja, 5. 5. 5,5. Okay. Ah, das war schon später. Das war schon ein bisschen später, 5, 6, ne? Ja. Da sehen wir Papa. Ja, noch dunkler. Ach so. Gut, da war schon 10, glaube ich, etwa. Ja. Aber wenn man das so sieht, Herr Hambüchen, ne, dann hat man das Gefühl, da ist einer. Schau mal. Upsa. Super. Ja. Das kommt noch besser. Wenn man das so sieht, Herr Hambüchen, hat man das Gefühl, da ist einer, der ist nicht wirklich dazu getrieben oder gedrängt worden, der wollte das wirklich. Ja? Nein, man muss ihn immer bremsen. Also wir haben uns damals nach diesen täglichen Exzessen in der Halle haben wir uns dann geeinigt, dass er am Samstag dann trainieren durfte, als 4-Jähriger. Da war morgens um 8 Uhr, stand er schon mit seinem Rucksack da und war ganz heiß auf die Turnhalle. Oh, pass auf, das ist eine herrliche Szene hier. Schau mal. Pass auf. Zack, ist er weg. Fabian, welche Erinnerung hast du an diese Zeit? Ja gut, das ist ja wirklich schon sehr, sehr lange her. Ja, das sind ja bestimmt schon so mindestens 20 Jahre.
aber ich hatte halt immer Spaß. Ja, also wie es mein Vater auch gerade gesagt hat, für mich war die Turnhalle war so mein Spielplatz. Ja, ich hatte da meine Freunde, das waren meine Jungs. Wir hatten immer Bock, ja, und wie gesagt, von klein auf wollte ich immer so schnell wie möglich auch das erreichen, was mein Bruder dann schon geschafft hat. Der war in der Juniorennationalmannschaft relativ schnell auch. Und da wollte ich auch ganz schnell da hinterherkommen. Und wie gesagt, es war halt immer Spaß, ja. Ich meine, klar, irgendwann kam mit den Erfolgen auch ein gewisser Druck mit rein, ja, Erfolgsdruck. Ich habe mir selbst irgendwann großen Druck gemacht, wollte natürlich bei Olympischen Spielen dabei sein, wollte Olympiasieger werden. Das wurde dann schon natürlich ein Stück weit auch schwieriger und anstrengender und den Spaß hast du manchmal halt leider vergessen dabei. Ja, oder verloren auch, ne? Ja, ging die Freude jemals verloren? Gab es den Moment, in dem du irgendwann sagtest, nee, komm, jetzt mach ich doch nicht, ich will jetzt lieber Bierchen trinken gehen, statt wieder in der alten Turnhalle irgendwo rumschwitzen? Ja gut, ich hatte vor den Olympischen Spielen in London 2012 das Jahr zuvor mir die Achillessehne gerissen. Wusste, okay, ich probiere die Reha mit allem, was ich habe, nochmal durchzuziehen, um nochmal die Chance zu haben, Olympiasieger zu werden. Da es in Peking 2008 nicht geklappt hatte, als Topfavorit damals. Und habe dann gesagt, okay, noch einmal Olympia jetzt, noch einmal quälen bis zum Abwinken und dann hörst du auf mit dem Spaß. Konnte aber dann nach der Silbermedaille nicht so richtig loslassen. Aber wollte es auch nicht mehr ganz so diszipliniert angehen wie vorher. Ja? Wollte nicht auf alles verzichten, bis es dann irgendwann zum dicken Krach in der Halle dann kam 2013, wo dann halt die Frage war, entweder machst du es professionell weiter oder du lässt es, weil es einfach gefährlich wird, wenn du nicht mit 100% Disziplin und voll mit Kopf dabei bist. Das heißt, da kam es dann in der Turnhalle zum Showdown, Herr Hambüchen? Ja, kann man so nennen, ja. Also das hat sich langsam angebahnt. Also man darf nicht vergessen, ich betreue jetzt ungefähr 25 Jahre. Und dann merkt man schon Entwicklungen, die ins Positive laufen, wo dem Trainer abends dann der Rotwein vielleicht gut schmeckt. Und man merkt dann auch die Entwicklungen, die sehr stark ins Negative laufen. Und dann wird man dann langsam aber sicher unruhig. Vor allen Dingen, weil die Sportart auf dem Level auch nicht ganz ungefährlich ist. Und in 2013 nach Olympia, wo er eigentlich aufhören wollte zu turnen, seine Karriere beenden wollte, dann noch mal Gas geben wollte, das mit dem Studium auch verbunden hat, war seine Intention dann einmal am Tag eine Einheit zu trainieren. Und früher hat er immer zweimal trainiert und damit klarzukommen. Und ich habe schon gemerkt, dann so nach und nach, das funktioniert also überhaupt nicht. Und er hat das also komplett anders gesehen und ja, ich musste dann irgendwann zu einer drastischen Maßnahme greifen. Heißt? Ja, was heißt das? Also es war ein Tag in der Halle, wo es wirklich langsam gefährlich wurde. Er hat sich etwas den Finger verstaucht, also zum zweiten Mal. Und gut, nichts Dramatisches. Aber Sie haben gemerkt, da kommt einer an so ein Limit, weil er nicht austrainiert ist. Ja. Und das könnte irgendwann zu einer bösen Verletzung führen. Ja. Also ich habe sehr schnell gemerkt, auch mit meiner Videoanalyse und so weiter, dass er schwerfällig wurde. Er selber hat es vielleicht gar nicht so empfunden. Also schwerfällig von den Bewegungen, nicht mehr so schnellkräftig. Die Rettungsaktionen, die man als Turner selber machen muss, wenn man mal am Rexo vorbeifliegt, sich also wegzudrehen, dann gemächlich auf dem Rücken zu landen, ohne Probleme und so weiter, das wirkte alles etwas gequälter. Und ja, ich habe ihm dann irgendwann nach diesen kleinen Verletzungen dann gesagt, hier bei dem World Cup, den er sich vorbereitete, der dann, glaube ich, eine Woche oder zwei Wochen später sein sollte, da turnst du nicht Feierabend, das lässt du sein. Also, weil im Wettkampf selber ist die Situation noch mal wesentlich härter als im Training. Und, ja. Das willst du nicht hören in so einer Situation, ja. Vor allem, ja, man schätzt sich halt falsch ein oder ich habe mich einfach falsch eingeschätzt, ja, und dachte dann, ich verlasse mich auf mein Können. Weil nachher im Wettkampf mit Adrenalin mit allem, da kriegst du das schon hin. Ja, aber als dann auch zum zweiten Mal kam, da ich untypischerweise mir den Finger verstaucht habe am Reck, bei einer Bewegung, die ich eigentlich im Schlaf soweit kann, und er dann noch ankommt, nachdem ich eh schon total sauer auf mich selbst war, total angefressen auf der Matte lag und mich geärgert habe, dass ich mir schon wieder wehgetan habe, kommt er noch an und bringt dann noch den blöden Spruch, du turnst in der nächsten Woche nicht. Ja, da ist halt alles durchgebrannt in dem Moment, ja, und da haben wir uns dann richtig schön hochgeschaukelt, halt, klar, wir nehmen kein Blatt vor den Mund. Ja, ich meine, bei Vater-Sohn ist das sowieso dann ein bisschen anders, als wenn du jetzt wirklich nur Trainer-Sportler-Verhältnis hast. Ja, und dann beschimpft man sich halt auch so das ein oder andere Mal. Ist das der Moment, in dem auch der berühmte Satz fiel, du bist ein richtig arrogantes Arschloch geworden? Das war das Finale dann, ja. Das war das Finale. Alles nachzulesen in einem sehr lesenswerten Buch über eure Geschichte. Auch, weil das ist eine einmalige Geschichte, finde ich, auf der Welt. Das haben die wenigsten hingekriegt, ja, so lange in einem Vater-Sohn-Trainer-Verhältnis so lange erfolgreich zu sein. Das kriegen die meisten nicht hin. Also aus der Rücksicht jetzt, aus der Retrospektive, ist das eigentlich für mich nicht so überraschend, muss ich sagen. Also er ist in eine sehr gute Phase reingekommen.
Und zwar, ich hatte ja mit seinem älteren Bruder trainiert, da hatte ich viele Probleme. Inwiefern? Ja, war halt mein Sohn in der Trainingsgruppe und der muss immer das Vorbild sein. Und da habe ich sehr, sehr ungünstig häufig reagiert. Ja, heißt viel ungünstig, heißt, Sie haben Druck gemacht? Ja, ich habe viel Druck gemacht. Und gut, in dem Moment wusste ich es nicht besser oder wusste nicht anders. Aber später ist mir schon aufgefallen, dass er so nicht funktioniert. Als Christian, also sein Bruder, pubertär wurde, wurde es dann auch richtig schwierig. Ja. Und er kam also dann als, als Nachzügler, 4 Jahre jünger, kam er in die gleiche Trainingsgruppe rein. Ja, ziemlich wild und, ja, wie soll ich sagen, also eigentlich auf der einen Seite wild und sehr kindlich, auf der anderen Seite aber sehr früh ansprechbar. Also er hatte selber irgendwie Zielstellungen, die jenseits von meinen Zielstellungen anscheinend waren. Das habe ich gar nicht so am Anfang so wahrgenommen. Und er kam also in eine Top-Phase rein, wo ich also selber schon wieder über meine Handlungen selber nachgedacht habe, was hast du mit dem Bruder gemacht und den anderen Leuten da. Und was funktioniert oder was funktioniert nicht, beziehungsweise wie geht man mit Kindern um, um dann auch viel Freude zu erzeugen. Und auf der anderen Seite war ich selber technisch, also tontechnisch gesehen, sehr fit. Also körperlich sehr fit. Ich konnte sehr viel Hilfestellung geben, Bewegungsbegleitung machen mit ganz großem Einsatz. Und genau in diese Phase kam er also rein. Er hat also praktisch meinen Zenit als Trainer-Künstler, sage ich mal, jetzt mitgenommen. Ja. Mittlerweile ist er natürlich schon dann jetzt mit jetzt im Alter. Er hat sie so, so altersmilde, hat er sie quasi so angetroffen. Ja, ja. So ungefähr, ja. Ja, würde ich nicht sagen. Also ich war schon voller Schaffenskraft. Gibt einen denkwürdigen Auftritt aus dem aktuellen Sportstudio, wo es genau um dieses Verhältnis auch geht. Der erste Auftritt übrigens, und Rudi Zerne war, glaube ich, der Mann, der interviewt hat. Bitte schön. Das war der Plan, ja? Ja, der Plan stand relativ früh. Ja, also der Plan war, als ich 1996 Olympische Spiele in Atlanta gesehen habe, damals Andreas Wecker Olympiasieger am Reck geworden ist. Ich war 8 Jahre alt, da habe ich gesagt, das will ich auch. Ja, da will ich hin und ich will gewinnen. Ja, und hatte immer den Fokus Olympia und auch mal die Goldmedaille. Mit Athen kam dann sehr früh, mit 16, ja, war ich natürlich total begeistert und glücklich über alles. Habe natürlich, wie man bei dem Interview sehen konnte, schon damit geliebäugelt, das Finale zu erreichen, weil ich auch um meine Chancen damals schon wusste. Ich war schon so gut am Reck, dass ich auch vorne mitmischen konnte. Stand dann nachher im Finale, bin 7. geworden, war ein Riesenhype, war Wahnsinn. 4 Jahre später, vor Peking, bin ich Weltmeister in Stuttgart geworden bei der WM 2007 und war dann Topfavorit. Ja, und stand dann aber unter dem enormen Druck und habe mir das auch selbst zu sehr eingeredet, dass ich das unbedingt schaffen will, anstatt letztendlich dann daran zu denken, was ich dafür machen muss, um dahin zu kommen. Ja, das haben wir in meinem neuen Buch jetzt auch sehr detailliert auch alles beschrieben, auch mit diesen ganzen mentalen Aspekten mal hinterleuchtet. Vor allem mein Onkel als Mentaltrainer, mit dem ich seit 2003 zusammenarbeite, hat da wirklich Großes geleistet. Aber in der Situation habe ich mich eher von ihm zum Beispiel abgewendet damals und habe gesagt, nee, ich... Was soll mir schon passieren? Ja, das Jahr zuvor in Stuttgart, vor heimischer Kulisse, ist der Druck am höchsten. Da war ich so cool, da habe ich alles weggeballert, was ging. Warum soll mich in Peking irgendwas aus der Ruhe bringen? Ja, und das war halt genau der Fehler. Ja, da ich dann einfach nur gedacht habe, ja, ich bin so souverän, ich bin so stark, ich hole eh Gold. Da ich dann nachher stand im Finale, nachdem ich schon 3/4 Plätze hinter mir hatte und wirklich direkt die letzte Chance war und dann überhaupt nichts mit mir anfangen konnte. Bin glücklicherweise mit Bronze rausgekommen. Was natürlich jetzt im Nachhinein die Historie grandios macht mit Bronze, Silber, Gold. So sieht es so aus, als wäre das so gewollt gewesen. Ja, dann kommt London, dann klappt das wieder nicht. Dann wird es Silber und dann Rio. Als eigentlich keiner mehr damit rechnet, funktioniert das Ding. Und da gibt es ein wunderschönes Foto. Und über dieses Foto würde ich gerne mit euch einen ganz kurzen Satz sprechen. Schau mal, was ist das für eine Situation hier, dieses Bild? Ja, das war kurz nach der Siegerehrung in Rio. Und Papa hat auf mich gewartet in der einen Ecke und wir mussten dann nochmal durch die ganze Halle schlendern bis in die Mixzone, wo die ganzen Pressevertreter standen. Und das war wirklich mal so ein Moment, wo wir mal ein Stück weit kurz alleine waren, seit dem Rec-Finale eigentlich, ja, wo auch keine Fernsehkamera jetzt auf uns gerichtet war, dass Fotografen irgendwo standen. Ja, klar, aber das hat uns in dem Moment nicht interessiert. Und für mich war einfach der Moment gekommen, ihm auch mal Danke zu sagen. Ja, also wir sind beide, glaube ich, so, die nicht so gut immer so Danke sagen können und das durch andere Gesten halt irgendwie probieren zu transportieren. Ihr macht das eher so Gorilla-artig, ja? Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Beschimpfen uns zwischendrin, dann geht das wieder. Ja, nein, ist aber auch ein Weg. Ist auch ein Weg. Ja, nein, aber in dem Moment war für mich einfach klar, ich möchte, dass er jetzt auch mal die Goldmedaille um den Hals bekommt, weil er der Mann ist, der mich bis dahin gebracht hat. Natürlich sagt er dann wiederum, ja, aber du hast ja die Arbeit gemacht in dem Moment, sag ich, ja, aber ohne dich wäre ich nie dahin gekommen. Und er hat es dann auch,
sozusagen ein Stück weit Widerwillen, aber dann akzeptiert. Ja, und hat sie dann auch mal umgehangen. Und das war einfach der Moment, ja, wo wir beide dann mal kurz für uns waren und dann auch in dem Moment reflektiert haben, geil, wir haben es geschafft. Mhm. Wo wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen können, ich verrate jetzt einfach, heute feiert Fabian seinen 30. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch an den Punkt. Danke. Und ich weiß noch, Fabian, ich weiß noch, wir beide hatten nach unserem letzten Gespräch, schon ein bisschen her, hatten wir einen Moment nach der Sendung. Da hast du dich selber so angesehen und ich habe dich gefragt, ist das für dich ein Thema, wenn man dann plötzlich merkt, jetzt geht so ein Körper, der geht so runter, dieser Druck auf dem Bizeps, der fällt zusammen wie so ein Luftballon, ja, ja. Ja, das wird weniger. Und ich habe dich gefragt, ob das für dich ein Thema ist in deinem Leben und du hast gesagt, ja, beschäftigt mich sehr. Ich schaue mir das an und merke, ach so, den ich all die Jahre dargestellt habe, der bin ich jetzt plötzlich nicht mehr. Muss damit umgehen. Wie geht's dir heute damit? Mit 30? Wieder gut, weil die Situation war Ende letzten Jahres, wo dann nach Rio erstmal auch so ein Stück weit, klar, dieses kleine Loch erstmal kam, wo ich überlegen musste, wo geht's mal hin mit mir, was passiert jetzt? Genau. Ich wurde natürlich komplett überlaufen mit Terminanfragen, mhm, und bin auch Sportler des Jahres noch geworden. Also es war alles wunderschön und traumhaft einfach, wie alles eigentlich ablief. Aber das Wesentliche, nämlich wie es für mich weitergeht, das war völlig unklar. Und da war halt dieser Moment, wo ich nicht wusste, wie es kommt. Ich wusste, ich habe die krassen Schulterprobleme, ja, die vor Rio wirklich auch so aussahen, dass ich gar nicht bei Olympischen Spielen starten kann. Habe jetzt im März die Schulter operiert bekommen und habe in der Zeit, auch vor allem in der Reha, so langsam mir einen Plan aufgestellt, wie es jetzt weitergehen kann in der Zukunft. Habe jetzt zum Wintersemester an der Sporthochschule in Köln wieder angefangen zu studieren. Möchte das jetzt so schnell wie möglich beenden und bin jetzt auch seit letzten Samstag auch wieder in der Bundesliga aktiv. Ja, bin im Turnen wieder zurück. Mhm. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein Bizeps ist größer denn je momentan. Ja. Aber das heißt, ich habe das damals nämlich gespürt, wie du damit haderst und was dir das bedeutet. Das kann man sich ja auch vorstellen, ja? Wenn so ein Sport, du baust das über Jahrzehnte, baust du das auf. Und irgendwann merkst du plötzlich, ach so, da geht jetzt nicht nur irgendwie die Luft aus dem Ballon raus, sondern da geht so ein ganzes Kapitel zu Ende. Du hast beschlossen, das jetzt noch ein bisschen weiter zu schreiben, ja? Ja, das auf jeden Fall. National habe ich von vornherein gesagt, wenn es mit der Schulter funktioniert, wenn die Reha alles gut verläuft, dann... Aber du hast doch eben so schön erzählt, wie das 2007 bei der WM in Stuttgart unfassbar gut lief. Ja. Wann ist wieder WM in Stuttgart? 2019, da können wir doch mal ganz kurz drüber reden, wie es dann läuft. Ja, Mann, ey. Also du denkst drüber nach, ja? Ja, natürlich. Ja, ich meine, ich habe letzten Samstag mein Comeback nach der Schulterverletzung, ja, wiedergegeben auf nationaler Ebene. Ja. Habe mich in nicht allzu schlechter Form präsentiert. Ja, bin am REC wirklich wieder sehr gut drauf. Und natürlich ist das ein Thema. Das ist WM in Stuttgart, ja, ich verbinde nur das Beste damit. Ja, das war einer der emotionalsten Momente, die schönste Zeit für mich auch neben den Spielen in Rio. Aber man darf halt nicht vergessen, es sind 12 Jahre später, das Turnen hat sich brutal weiterentwickelt und man muss einfach von Jahr zu Jahr gucken, was kommt. Man kann auch nicht von heute auf morgen sagen, ich mache jetzt nochmal, ich bin wieder dabei, sondern man muss in die Mannschaftskonstellation passen, man muss sich bei der Welt-Anti-Doping-Agentur wieder anmelden und hat eine Sperrfrist von 6 Monaten, also das muss schon gut geplant sein alles, damit es auch zeitlich hinhaut. Boah, lass mich in Ruhe damit jetzt. Was man jetzt alles so sagt einfach, ja, herrlich. Also, ich sag mal so. Wunderbar. Herr Hambüchen, Sie haben es mitgehört und erzeugen ja ein knallhartes Dementi, sieht anders aus oder klingt anders. Insofern freuen wir uns sehr. 2019 sehen wir dich wieder in Stuttgart bei einer großartigen WM, um dich jetzt ein bisschen unter Druck zu setzen und vorher gerne noch mal hier in der Sendung. Ich bedanke mich sehr für ein offenes, tolles Gespräch mit Fabian und Wolfgang Hambüchen. Vielen Dank.
Herr Wörl ist heute unser Gast. Heute kommt diese Meldung, Auffanggesellschaft gescheitert. 4000 Air Berlin-Mitarbeiter, die vor dem Nichts stehen. Die Idee so einer Gesellschaft wäre ja, die Leute sozusagen zu einem niedrigeren Gehalt erstmal weiter zu beschäftigen, um sie dann weiter zu vermitteln. Auch das wird jetzt offenbar nicht funktionieren. Wir schauen uns erstmal an, wie lange diese Geschichte von Air Berlin schon geht und vor allen Dingen auch, welche Rolle Sie dabei spielen. Vom Vorzeigeunternehmen zum Krisenkonzern. Haben Sie vorab die Frage, warum wollten Sie eine solche Pleite-Airline kaufen? Warum macht man sowas? Na, man muss ja mal sagen, warum war die Airline pleite? Die Airline war ja nicht pleite, weil sie heute kein vernünftiges Geschäft mehr macht, sondern weil einfach die Altlasten zu groß wurden. Es waren, wie man heute in den Nachrichten hört, 1,9 Milliarden Schulden da, die zu bedienen mit Zins und Tilgung, das war völlig unmöglich. Es gab viele andere Dinge, die in den letzten Jahren geändert wurden, die sich eben noch nicht ausbezahlt haben. Auch Dinge, an denen Air Berlin nicht schuld war. Zum Beispiel, dass der neue Flughafen in Berlin nicht fertig wurde. Ein ganz, ganz großes Problem für die Fluggesellschaft, die eben voll auf diesen Flughafen konzentriert war. Und das kann man natürlich im Rahmen also, einer... Das heißt, dieser nicht fertiggestellte Flughafen in Berlin hängt auch mit dieser Pleite ganz zusammen? Ganz entscheidend sogar. Ich behaupte inwiefern? Sogar, erklären Sie uns das einmal, die wir nicht in diesem Geschäft drin sind. Oder unter Etihad hatte man das Ziel gehabt, in Berlin einen neuen Verkehrsknotenpunkt zu schaffen. So ein großes also Drehkreuz. Ja? Ein richtiges Drehkreuz. Mhm. Also München und Berlin waren, München und Frankfurt waren die Lufthansa-Drehkreuze. Und Etihad wollte gemeinsam eben ein Drehkreuz in Berlin schaffen, was sicherlich richtig war. Das kam nicht, aber man hat in der Zwischenzeit schon verschiedene andere Programme aufgegeben und kam da ein bisschen zwischen Baum und Borke. Also es gibt viele selbstgemachte Fehler, aber es gibt auch eine Menge von Einflüssen von außen. Man darf ja auch nicht vergessen, dass die wirklichen Probleme der Air Berlin 2008 nach der Wirtschaftskrise anfangen. Und ich meine, für die Pleite der amerikanischen Großbanken konnte Air Berlin nun wirklich nichts. Und viele andere Airlines haben es ja auch nicht überstanden. Bevor wir gleich darüber reden, welche Ungereimtheiten Sie da auch sehen, Sie sind nicht der Einzige, der da auch Vorwürfe erhebt. Niki Lauda ist ein anderer, auch getrieben mit Sicherheit von seinen eigenen Interessen, der auch als Investor immer wieder auftritt. Ihre eigene Geschichte, auch Verbindung zu Air Berlin, wann beginnt Ihre Geschichte als Flugunternehmer? Ach, die begann 1974. Wir haben 1974 den Nürnberger Flugdienst gegründet, den es heute noch gibt. Das ist Eurowings. Eurowings ist ursprünglich eine Gründung von mir und hat sich als eine der wenigen Gesellschaften doch relativ lange behauptet, wenn auch mit zwei Besitzübergängen zu Lufthansa am Ende. Und das war der Anfang. Wir haben das dann bis 1992 gemacht und uns dann mit RFG zusammengeschlossen. Dann wurde Eurowings daraus schließlich als Lufthansa übernommen. Also ich habe eine sehr, sehr lange Vorgeschichte, was die Fliegerei anbetrifft. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist die von der deutschen BA, ja, von der deutschen British Airways. Stimmt es tatsächlich, dass Sie die mal für 1 Euro gekauft haben? Ja, das war ein bisschen eine ähnliche Situation wie jetzt bei Air Berlin. Die deutsche BA war ja hochdefizitär. Sie hatten ja in den 10 Jahren 500 Millionen Verluste aufgehäuft gehabt. Und also wer kauft so eine Gesellschaft und zahlt noch dafür? Sie. Euro. Und das Lustige an der Geschichte war, es war ungefähr ein 180-seitiger Vertrag und den der Notar in einem Schweizer Englisch vorgelesen hat. Mit einer atemberaubenden Schweizer Grundgeschwindigkeit. Unglaublich. Ja. Und wir saßen alle da, wir kannten den Vertrag, wir waren schon so langsam am Dahindämmern. Und plötzlich guckte er an und sagte, ja, wurde der Kaufpreis von 1 Euro bezahlt? Und dann sage ich, wie? Ja, hier steht, dass der Kaufpreis von 1 Euro im Bar zu bezahlen ist. Ich habe dann in meine Tasche gelangt. Ich hatte blöderweise natürlich keinen Euro dabei. Das Einzige, was ich hatte, waren 10 Euro. Aber ich wollte nicht das Zehnfache dessen zahlen, natürlich was ausgemacht war. Das wäre ja ganz schlechtes Omen gewesen. Die Schweizer hatten nur Fränkli, die Engländer hatten nur Pfund. Und die Dolmetscherin, die dabei war, sagte, den kann ich Ihnen leihen. Und sie leiht mir 1 Euro. Und ich nehme, so haben Sie... Ja. Und das Lustige, ich war vor 3 Jahren, war Willy Walsh, Chef von British Airways. Er hat mich mal eingeladen ins Büro. Und als wir uns verabschiedet hatten, sagte er, ich muss Ihnen doch was zeigen. Holt einen Rahmen mit einem Bild, da ist 1 Euro drauf. Und das heißt, der Verkauf von der deutschen BA an die Intro. An Ihre damit Firma, damit wir das nie vergessen. Und das Bild ist heute noch im Headquarter
bei British Airways. Also die Geschichte. Das heißt, Sie haben mit einem geliehenen Euro von der Dolmetscherin richtig. Haben Sie eine Airline gekauft. Ja. Jetzt mal ganz kurze Frage: Wie viel haben Sie später beim Wiederverkauf verdient? Verdient ist immer relativ. Man muss ja natürlich sehen, wir haben in der Zwischenzeit auch viel reingegeben und es waren ja auch eine ganze Reihe anderer Gesellschaften ja. dabei. Aber insgesamt hat Air Berlin ungefähr knapp 100 Millionen bezahlt. Bezahlt. Aber es waren 70 Millionen in der Kasse. Das heißt, Sie haben an die 60, 70 Millionen verdient? Ja, wir haben in der Zwischenzeit natürlich auch einiges reingesteckt. Ganz so war es nicht. Also, aber es war ein sehr gutes Geschäft. Ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag, ja? Kann man sagen. Also Sie haben 50 Millionen verdient. Mich interessiert nur, wie viel haben Sie der Dolmetscherin gegeben? Das würde mich interessieren. Nein. wir haben mir 40.000 überwiesen. Ehrlich? Ja. Das finde ich aber einen netten Zug von Ihnen. Das finde ich gut. Guck mal, die Geschichte. Man muss nicht immer alles haben von der Wurst. Es genügt, wenn man eine Scheibe davon hat und den Rest kann man auch verteilen. deswegen hat auch das Finanzamt den Löwenanteil davon bekommen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und deswegen ist es auch so ein interessantes Stück Zeitgeschichte und auch Fluggeschichte. Ich meine, die Geschichte der Air Berlin ist deutlich länger, als die meisten von uns so ahnen. Wir denken immer, da ist man irgendwann plötzlich mit Air Berlin nach Mallorca geflogen. Plötzlich waren die da. Das stimmt nicht. Das geht schon eine ganze Weile zurück. Aber die haben etwas gemacht ursprünglich und das war auch der Schlüssel zum Erfolg. Man ist sozusagen anders als die anderen, die ja von großen Flughäfen los sind zu populären Feriendestinationen, ist man von kleinen Destinationen, Paderborn und Münster und was da alles ist, und hat die Leute dann sozusagen direkt an Ort und Stelle gebracht. In dieser Nische ging es Air Berlin doch gut. Richtig. Und da sind die gewachsen. Dann kommt 2006, wenn ich das richtig erinnere, dieser Börsengang. War sozusagen die Grundhybris, das Grundproblem, dass man irgendwann vom Größenwahnsinn beseelt war und jetzt greifen wir ernsthaft die große Lufthansa an? Ich glaube, es war ein ganz anderes Motiv. Man merkte natürlich, dass die Lufthansa aggressiver wurde, dass die Lufthansa Bedenken hatte, hier einen so starken Wettbewerber am Markt zu sehen. Und die Entscheidung war ganz klar zu sagen, wir müssen so stark wachsen, dass wir nicht mehr vom Markt gefegt werden können. Also hier war schon eine too big to fail sozusagen. Genau, too big to fail. Und ich glaube, dass hier die Entscheidung schon richtig war. Denn man hat ja mit diesen drei Airlines etwas Interessantes geschaffen. Die deutsche DBA war ganz stark fokussiert auf den innerdeutschen Geschäftsreisenden, den die Air Berlin überhaupt nicht hatte. Die LTU war Langstreckengesellschaft, erfahrene Langstreckengesellschaft. Ein Bereich, den die Air Berlin auch nicht hatte. Und die Kombination aus den drei Unternehmen war schon der richtige Schwerpunkt gegenüber der Lufthansa. Mhm. Was man nicht geschafft hat, man hat diese Airlines nicht so eine Einheit zusammengebracht. Und jetzt gibt es einen ganz interessanten Satz von Ihnen. Sie sagen, das Geld, das Air Berlin 2007 war, das durch den Börsengang bekommen hat, hat die Moral dieses Unternehmens zerstört. Ich weiß noch, damals war ein durchaus erfolgreicher Börsengang und man hat das gefeiert und die Kriegskassen waren prall gefüllt. Sie haben ja unter anderem davon profitiert mit diesen mittleren zweistelligen Millionenbeträgen und zwar gleich zweimal, nämlich indem Sie die deutsche BA und LTU an die sozusagen... Niki Lauda hat auch davon profitiert. Also plötzlich wuchs da jemand, weil die Kriegskassen so prall gefüllt waren. Und Sie sagen, dieses viele Geld war in Wahrheit der Anfang vom Ende. Warum? Ja, weil in allen Geschäften ist Sparsamkeit eine ganz wichtige Tugend. Und Unternehmen, die wachsen und die auf sich selbst angewiesen sind, die sind sparsam, weil sie sonst nicht überlegen. Aber wenn Sie einem Unternehmen, das latent sparsam ist, plötzlich sehr, sehr viel Geld geben, dann kommt auch ein bisschen Leichtsinn dazu. Nicht umsonst sind viele Leute, die einen Lottogewinn haben, nach ein paar Jahren ärmer dran, als sie vorher waren, weil sie plötzlich das Wichtigste eben vernachlässigen, das Sparen. Und das ist bei vielen Firmen genau das Gleiche. Zu viel Geld ist schädlicher als zu wenig Geld. Denn wenn Sie zu wenig Geld haben, überlegen Sie sich immer etwas, was Sie tun können. Wo kann ich sparen? Wie kann ich etwas besser machen? Wenn Sie zu viel Geld haben, dann setzt man sich sehr leicht über die Dinge hinweg, die eigentlich wichtig sind. Das heißt, Air Berlin hätte an dem Punkt, an dem die dachten, sie sind jetzt auf dem Höhepunkt des Erfolges, besonders misstrauisch diesem Erfolg gegenüber sein müssen und sich überlegen müssen, wie kommen wir wieder zu unserer Kernkompetenz zurück. Es ist eine lange, lange Aneinanderreihung von vielen Versagen und an deren Ende steht jetzt plötzlich diese Pleite. Viele, viele Urlauber, die kalt
kalt davon erwischt worden sind. Ich kenne Menschen, die Tickets jetzt noch gekauft haben, sich verlassend auf diese, Staatszusage, ja, die Bürgschaft des Staates. Und die auch ihre 2.000, 3.000 Euro für irgendeinen Flug nach Miami oder so plötzlich nicht mehr zurückbekommen. Der Einzige, der sein Geld weiterhin bekommt, ist der Vorstandsvorsitzende. Mhm. Wie finden Sie so etwas? Ja, aus seiner Sicht her natürlich in Ordnung. Er hat ja gesagt, er geht nur dahin, wenn er auch das Gehalt bis zum Ende seiner Tätigkeit garantiert bekommt. Das ist ein, ich würde sagen, menschlich verständliches Unterfangen. Aber es war ja wohl nicht zu erwarten, dass innerhalb nach einem halben Jahr die Firma nicht mehr existiert. Aber war das jetzt wirklich, war das wirklich nicht zu erwarten in Insiderkreisen? Naja, der Mann ist ja nicht irgendwer, also der kommt von der Lufthansa. Ja, ich behaupte, er kam ja von Lufthansa und ich habe ja von vornherein gesagt, das ist ja keine Erfindung, die ich heute Abend mache. Ich habe gesagt, Herr Winkelmann war das trojanische Pferd der Lufthansa. Und das heißt, je mehr man den Vorgang beobachtet... Darf ich das noch mal kurz übersetzen? Sie glauben, dass der das wusste? Das war der Plan? Ich glaube, dass er deswegen hingeschickt wurde. Niki Lauda sagte in einem sehr lesenswerten Interview, dass die Lufthansa schon vor Monaten 60 Mitarbeiter abgestellt hat, ja, die sich nur um diese Geschichte kümmern, die sich nur um Air Berlin kümmern. Stimmt das? Also ich weiß nicht, ob es 60 sind. Es gibt Leute, die behaupten, es waren in der Spitze bis zu 100. Und wenn man als Insider mal sieht, wie das alles eingetaktet ist, wie die Dinge hier wirklich generalstabsmäßig ablaufen, dann kann ich mir das gut vorstellen. Und ich muss sagen, was Lufthansa anbetrifft, da kann ich nur den Hut ziehen. Das ist eine geniale Leistung. Aber was die Mitarbeiter anbetrifft, was den Markt anbetrifft, was die Leute, die hier Milliarden verlieren, das muss man ja sagen, es sind ja Gläubiger, sind ja Aktionäre, da ist es natürlich schon starker Tobak. Und was ich eben den starken Tobak finde, kein Vorwurf gegenüber Lufthansa, aber der starke Tobak richtet sich gegenüber der Regierung, die das wirklich mitgetragen haben. Namentlich Verkehrsminister? Ja, wer im Hintergrund mitgewirkt hat, weiß ich nicht. Aber zunächst einmal war ja Herr Dobrindt als Verkehrsminister, der ganz klar dafür sich ausgesprochen hat, schon vor der Geschichte, was ja auch merkwürdig war. Wir brauchen eine starke, ganz große deutsche Luftverkehrsgesellschaft. Das hat er ja Wochen vor der Pleite gesagt. Und in diese Richtung lief es ja. Und dann auch Frau Zypris, die ja als für Verkehr zuständige, auch hier sich ganz klar profiliert hat. Also es war wirklich eine GroKo. Und wer mir erzählen kann, dass sich Herr Schäuble innerhalb von wenigen Stunden 150 Millionen Bürgschaft aus den Rippen leiern lässt, also der muss auch ganz ehrlich sagen, der glaubt auch an den Weihnachtsmann und an den Osterhasen und was auch immer. Nie und nimmer ist das zufällig gelaufen. Das war ganz, ganz lange im Vorfeld ausgebaldowert. Das deckt sich auch mit den Informationen Ihrer Frau, die auch schon seit vielen, vielen Jahren im Bundestag sitzt. Also meine Frau war in der Geschichte ja nicht mehr sehr involviert. Wir waren ja, es waren ja schon Ferien. Das war ja auch sehr geschickt gemacht. Es war Ferienzeit. Wir holen die Touristen zurück. Der Bundestag war ja auch in aller Welt zerstreut. Ja, wir hatten Wahlkampf, ne? Da wollte ich vergessen. Also ich sage mal, es ist keine schöne Nachricht, wenn kurz vor der entscheidenden Wahl die Nachricht kommt, jetzt sitzen Zehntausende auf Mallorca fest und wissen nicht, wie sie nach Hause kommen sollen. Also die werden ihr Kreuz tendenziell dann eher woanders machen. Also das war ja auch wirklich sehr geschickt gemacht, dass man das, glaube ich, als Wahlkampfthema hochspielen wollte, dass es dann zum Rohrkrepierer wurde. Das war ein bisschen ein Problem, passiert eben manchmal. Aber in der letzten Konsequenz war es für mich genau getimt, dass man es eben, wir holen die Touristen zurück, wir als große Koalition zeigen, was wir hier können, was wir im Interesse der Leute tun. Und es war ja auch von Anfang an die Rede davon, wir erhalten die Arbeitsplätze, wir machen das alles. Und ich habe damals schon gesagt, nach der Wahl wird davon nichts mehr übrig sein. Und ich habe recht behalten. War unter anderem das Land Bayern, das heute auch den die entscheidende finanzielle Zusage sozusagen kassiert hat und gesagt hat, für diese Auffanggesellschaft geben wir kein Geld. Das heißt 4.000 Leute. Das ist jetzt die zweite Geschichte. Man muss sich natürlich auch im Klaren darüber sein, was wollen Sie mit einer Auffanggesellschaft? Erstens mal wird sie Geld kosten, das keiner mehr ausgeben will. Es ist ja auch keine Wahl jetzt mehr vor uns. Und zum anderen muss man auch ganz klar sagen, was wollen Sie mit dem Pilot, mit einer Auffanggesellschaft?
Also entweder kann er irgendwo fliegen und wird irgendwo gebraucht oder er wird nicht mehr gebraucht. Dann verliert er relativ schnell seine Lizenzen, weil er keine Checkflüge und nichts mehr machen kann. Mhm. Und das sind wirklich wirkliche Schicksale damit verbunden, die aber heute keinen mehr interessieren. Also wirklich spannende Geschichte. Und ganz zum Schluss, weil der Name Dagmar Wörl eben schon gefallen ist, ihre ja, Frau. Stimmt es, dass Sie die auf einem Flug kennengelernt haben, auf dem Sie eigentlich vorne in der Pilotenkanzel sitzen sollten? Und als Sie hörten, wer an Bord ist, hatten Sie plötzlich hinten ganz viel zu tun? Nein, es war ein bisschen anders. Nein. Wir flogen damals ja mit 19-sitzigen Flugzeugen und bei uns war es eben üblich, dass der Pilot an der Treppe steht und die Passagiere begrüßt. War ja bei 19 Passagieren sogar mit Handschlag möglich. Und an diesem Tag hat der Handschlag ein bisschen länger gedauert. Und ich habe mich da natürlich sehr für diese Dame interessiert, die ja nun wirklich außergewöhnlich gut aussah. Immer noch gut aussieht. Dankeschön. Ja. Sie wird sich freuen, das von Ihnen zu hören. Ja. Und es war bei uns ja üblich, dass während des Fluges dann, nachdem wir keine Stewardessen hatten, der Co-Pilot den Service gemacht hat. Der ist also in gebückter Haltung durch die Kabine durchgegangen. Wir hatten da mal den Spitznamen gehabt, Käsebrot vom Co-Pilot. Und, also Sie waren der Co-Pilot, ja? Ja, und in dem Fall war ich zwar Kapitän, aber da gab es dann das Käsebrot vom Kapitän. Also den Service habe ich mir nicht nehmen lassen. Bin dann nach hinten und habe dann noch ein bisschen Smalltalk gemacht. Ja, und so haben wir uns kennengelernt. Was für eine irre Geschichte. Das heißt, ihm war sofort klar, die Frau, diese Passagierin, die wird meine. Nun, ich würde mal sagen, sie gehörte schon zum favorisierten Kreis. Ja. Oh Mann, oh Mann. Ich habe gerade die ganze Zeit gedacht, wie kriege ich jetzt gedanklich den Übergang zu den Machos von Hollywood. Aber da ist er schon. Ich danke Ihnen sehr. Übrigens, Herr Wörl, vieles davon übrigens auch nachzulesen in Ihrer Autobiografie, die Sie gemacht haben. Und ich interessiere mich sehr für Wirtschaftsgeschichte und insofern sehr lesenswert, einfach da mal reinzuschauen und mal zu verstehen, auch wie in Deutschland das eine mit dem anderen so zusammenhängt. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Ja, es fing ja, es sind ja 50 Jahre Luftfahrt. Ja, genau. Und Sie sind wirklich einer der Pioniere und einer, der sich auch in diesem Land, von dem Christian Lindner her immer sagt, das ist das Land, in dem auch die Häme und die Schadenfreude erfunden wurde, nie hat wuschig machen lassen. Sie machen einfach immer weiter. Bald werden Sie 70 Jahre alt. Bleiben Sie einfach so, wie Sie sind. Dann Dankeschön. Ist das alles wunderbar. Das war's für heute. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Teilnehmern dieser Sendung. Zunächst mal bei Hans-Rudolf Wörl, der uns heute ein bisschen aufs Laufen gebracht hat, was Air Berlin angeht. Da geht ein gutes Stück deutscher Geschichte, Wirtschaftsgeschichte zu Ende. Das ist schade, da gibt es eine Träne im Knopfloch. Danke Ihnen sehr, sehr herzlich. Wir bedanken mich sehr, sehr herzlich bei Uschi Glas, mit der wir heute über Hollywood und auch Deutschland, die Situation von Schauspielerinnen vor allem gesprochen haben. Und ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Wolfgang und bei Fabian Hambüchen, die heute unsere Gäste waren. Wir sehen uns bald wieder. Ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt die Kollegen von Heute Plus und wir sind morgen wieder für Sie da. Wenn Sie mögen. Bis dahin. Danke. Tschüss.